Hallöchen, hier ist Kyoko und ich melde mich ganz kurz mit einem Infovideo. Entschuldige mich an der Stelle, dass es so lange gedauert hat, aber es ging wieder alles drunter und drüber. Das kennt ihr ja von mir. Ich bin ausgefallen, nachdem ich so lange wegen Arbeiten und anderen Sachen zu tun hatte, weil der PC letztendlich komplett den Geist aufgegeben hatte. Es war an dem letzten Streamtag, den ich hatte, noch kurz direkt vor dem Stream passiert. Ich wollte neu starten, weil die Kiste immer so mega langsam wird im Betrieb, also im dauerhaften Betrieb jetzt. Und danach ist sie nicht mehr hochgefahren, der PC. Und dann musste ich herausfinden, was los war. Hab dann noch Dutzend andere Fehler gefunden. Und ja, im Grunde war sowieso, also muss sowieso alles neu aufgesetzt werden. Und die wichtigste Festplatte war im Arsch oder ist im Arsch. Ich habe, glaube ich, alle Streams, die ich noch nicht bearbeitet habe, habe ich verloren. Ich habe die Sonic-Aufnahmen, da ich sie mit dem Stream-Programm aufgenommen habe, auch verloren. Also Sonic Rush, das Ende, das kann ich jetzt auch nochmal versuchen aufzunehmen. Ist halt blöd, die Story kann ich jetzt nicht nochmal dafür aufrufen. Dann muss ich das, glaube ich, irgendwie, ja, rippen und dann aus einem anderen Video klauen. Ich mache da natürlich dann Credits zu und sag, woher ich das habe, von welchem Walkthrough, aber naja. Ja, und etliche Sachen. Ich habe jetzt überlegt, weil die Festplatte, das war auch noch die, die ich mir gerade letztes Jahr gekauft habe. Das ist natürlich nochmal super ärgerlich. Die war richtig groß, die war richtig gut. Ich habe jetzt einen Ersatz ausgeliehen bekommen. Das heißt, ich kann wieder Videos machen ab August, hoffentlich. Also bisher sieht es ganz gut aus, dass soweit alles läuft. Ich muss halt nur wieder alles einrichten. Aber ja, ansonsten alles Mögliche ist weg. Und ich muss halt schauen, weil mein PC ist jetzt auch schon 6 Jahre alt. Wenn ich irgendwas mache, was sehr viel Leistung zieht, auch wenn man das nicht glaubt bei meinen Projekten, dass irgendwas Leistung zieht. Aber hey, Stream ist gar nicht mal so, naja, so easy für einen PC. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Naja, und ja, da muss ich nochmal schauen, wie ich das alles zurecht. Also an sich will ich mich entschuldigen dafür, dass es so lange gedauert hat, dass ich mich per Video gemeldet habe. Danke an der Stelle auch nochmal an YouTube, dass es keine Community-Tab-Funktion gibt, wenn man keine 10.000 Abonnenten hat. Ist ja nicht so, dass das vielleicht auch trotzdem ganz praktisch sein könnte. Nein. Es folgen mir ja nicht alle bei Twitter oder bei Discord, da habe ich dann immer wieder schon mal zeitnah irgendwie was reinschicken können. Falls da irgendwer wirklich das Bedürfnis hat, besser informiert zu sein, würde ich an der Stelle nochmal darum bitten, mir auf Discord oder auf Twitter zu folgen. Link packe ich in die Beschreibung. Ja, und ansonsten, ich bin hoffentlich nächste Woche wieder da. Und Sonic Rush, wenn es weitergeht, dann muss ich, also dann fange ich gleich bei Blaze an und ja, reiche die Folgen bei Sonic danach. Pokémon Mystery Dungeon, das ist zum Glück nicht draufgegangen, das kann ich dann bringen. Und alle Streamaufzeichnungen, die im Grunde hätten noch kommen müssen, die sind leider weg. Und wie lange und ob für immer weg, das wird sich dann auch nochmal demnächst zeigen. Ja, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, das ist alles, was ich an der Stelle sagen kann. Es gibt später noch Infos allgemein so zum Stream, dann noch zur Gamescom und so weiter und so fort, aber das würde jetzt zu lange dauern und ich muss auch gleich los, weil ich das Wochenende natürlich weg bin. Ich habe mir alles so gelegt, dass ich unter der Woche hätte aufnehmen und streamen können, aber naja, jetzt habe ich in der Zeit den PC fit gekriegt. Okay, gut, ja, ich bedanke mich dann fürs Zuhören, entschuldige mich, wie gesagt, dafür, dass hier wieder alles brach lag. Aber hey, ich bin nicht 2 Jahre wieder in die Pause gegangen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier auf YouTube, eventuell auch auf Twitch, aber ich glaube Twitch wahrscheinlich noch nicht. Und ansonsten erreicht ihr mich bei Twitter oder bei Discord. Okay, bis dahin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und tschüss, liebe Grüße, eure Kyoko.